eine 0800er-Nummer, die mich anruft. Warte, ich frage mal, wer da ist. Hallo? Was macht Jochen? Schönen guten Tag, von der Deutschen Telekom spreche ich mit Herrn Dominikus. Sie wollen mir doch jetzt bestimmt was verkaufen, oder? Nein, ich will Ihnen nichts verkaufen. Aber Sie wollen mich gut beraten, dass ich dann was kaufe, oder? Ja, das wäre schön. Und Sie sind auch gar nicht wirklich von der Telekom, sondern von einer Unterfirma der Telekom, die im Auftrag der Telekom anruft. Zum Beispiel meine Nummer. Nein, ich bin von der Telekom. Okay. Ich spreche Grüße, ja gar nicht mehr mit der Telekom. Grüße von mir bitte. Ich freue mich immer über Anrufe, aber im Moment ist gerade schlecht. Wir nehmen nämlich gerade einen Podcast auf. Podcast ohne richtigen Namen. Können Sie mal hören bei Spotify. Soll sich anhören. Das ist jetzt mein Angebot. Grüß die Melanie von mir. Mein Angebot für Sie. Da hören Sie mal rein. Wir haben sehr viele Zuhörer. Und wenn die Telekom gerne Werbung schalten möchte bei uns, ist sie herzlich willkommen. Wir diskutieren das dann. Ja? Okay, also Sie haben kein Interesse. Woran? Doch, ich möchte gerne, dass Sie Werbung schalten. Sie haben bei uns gekündigt. Ich wollte fragen, warum? Ich habe bei Ihnen gekündigt. Du hast bei der Telekom gekündigt? Ehrlich? Du hast also bei der Telekom gearbeitet? Ich eigentlich auch mit Ihnen. Ja, ich bin Jochen Dominikus vom Podcast ohne richtigen Namen. Okay, weil es geht jetzt um Ihre Handynummer und ich habe gesehen, dass... Frag Sie, ob es okay ist, wenn du aufzeichnest zur Qualitätssicherung, Jochen. Okay. Könnte, dass Sie bei uns bleiben. Ich würde es gerne umsonst haben. Nein. Wir können das ja nochmal besprechen. Also, wann läuft denn der Vertrag aus? Morgen? Die Kündigung, die läuft am Juli. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja. Sollen wir nochmal sprechen? Weil ich nehme mich jetzt gerade auf und es ist gerade zeitlich sehr ungünstig. Okay? Wann kann ich Sie denn wieder erreichen? In einer halben Stunde. am besten nächste Woche irgendwann. Ja? Nächste Woche? Ja. Ich glaube, meine ist wieder Vorlage. Doch, das geht. Also wollen Sie wieder nächste Woche Donnerstag angerufen werden? Weiß ich jetzt nicht. Sie können es ja gerne einfach mal versuchen. Okay? Ja. Machen wir das so? Ich weiß es jetzt nicht. Ich kann es jetzt Ihnen gerade nicht sagen. Ja? Wie soll ich Sie denn anrufen? Dann wimmeln Sie mich ja wieder ab. Ich wimmel Sie doch. Hallo, hört ihr mich? Sagen Sie mir so. Ja, ich höre dich, Georg. So freundliche. Wie viele freundliche Menschen. Versteht die Frau nicht, dass ihr gerade arbeitet? Ja, hallo Melanie, wir arbeiten. Am Dienstag noch. Ich glaube, die ist einfach am Dienstag, einsam. Alles klar. Vormittags? Ja, dann rufen Sie mich gerne vormittags an. Nur nicht, bloß nicht morgens. Ja? Also, wie heißt unser Podcast nochmal? Podcast ohne richtigen Namen. Ohne richtigen Namen. Können Sie gleich mal googeln in Ihrer Pause. Google einfach Porn, sag ich, Sie soll Porn googeln. Das bist du. Okay. Gut. Okay, dann rufe ich Sie einfach nächste Woche nochmal an. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß. Gut, danke, tschüss. Ich fühle mich so außen vor. So freundlich bin ich sonst nicht, wenn eine 0800 ja Nummer... Das ist ja Wahnsinn. Du hast wirklich durch die Blume fünfmal gesagt, ich kann jetzt nicht. Ja, natürlich, Sie nehmen Podcast auf, habe ich schon verstanden. Aber sagen Sie mir noch ganz kurz, am Donnerstag, um wie viel Uhr? Na, ich kann jetzt nicht mit Ihnen Termin machen. Ja, aber ich möchte Sie ja auch anrufen zu einem Zeitpunkt, ist ja auch wichtig. Ja, ist ja auch wichtig für uns beide. Ne? Also ganz ruhig mit Ihrem Podcast. Gut finde ich, dass du ihr versucht hast, was aufzuschwatzen. Ja, das fand ich auch cool. Sehr gut das Gespräch gedreht. Umgedreht. Ja, ich meine, die sind ja wirklich geschult. Jetzt ist nur die große Frage, dürfen wir das überhaupt so ausstrahlen? Wir machen es einfach mal, oder? Verklagen ist ja auch eine gute Idee. Deswegen habe ich doch gesagt, du sollst dich fragen, ob du das Gespräch zur Qualitätssicherung aufzeichnen darfst. Ach komm, die nehmen unsere Scheiße auch immer auf. Aber ganz ehrlich, du hast ja nicht den Namen von ihr gesagt. Den kannst du ja raussprechen. Okay. Aber habe ich eigentlich, wisst ihr, dass ich mal im Callcenter gearbeitet habe? Jetzt kommt wieder eine Geschichte, wo du dich schön aufregen kannst, Jochen. Ich sag gar nichts. Ich habe im Callcenter gearbeitet. Wo denn? In welcher Stadt? In Frankfurt noch. Was hast du vercallt, vercentert? Ich übrigens auch. Das nennt man Outbound in dem Fall, also das heißt nicht eine Service-Hotline, wo Leute anrufen, das wäre Inbound, also wenn bei euch irgendwas kaputt ist und ihr ruft irgendwo an, damit die euch helfen, das wäre Inbound. Ich war Outbound, also im Prinzip das, was die Dame gerade gemacht hat. Ich habe einen Datensatz gekriegt mit Telefonnummern und dann habe ich da angerufen im Auftrag für die Firma Bertelsmann und habe versucht, Buchreihen an den Mann zu kriegen. Buchreihen klingt schon, da merke ich, dass ich meinen Text noch drauf habe von damals, weil es ist natürlich ein Buchabo. Oh Gott. Und der Trick war folgendes, und ich sag einfach, wie es ist. Es ist einfach der schäbigste Job, den ich je gemacht habe. Damals war es mir scheißegal, weil flexible Arbeitszeiten. Du warst auf der Giga, so schäbig kann das nicht gewesen sein. Das stimmt allerdings, ja, da hast du recht. Und
Also das Ding ist halt, du rufst an und du hast dann so ein Protokoll auf dem Computer, wo dann, also so ein Formular, wo du dann sagst, wo dann die erste Frage steht, zum Beispiel, hallo Herr Schmidt, du bist jetzt mal Herr Schmidt. Okay, okay, Alex, ja. Okay. Guten Tag. Hallo, Gade ist mein Name, von der Firma Bertelsmann aus Reda-Wiedenbrück. Ja. Herr Dominikus, ja? Habe ich Sie am Apparat? Sie nicht. Ja, ich bin's. Hallo Herr Dominikus. Wie haben Sie meine Nummer? Ich soll Podcast ohne Namen hören. Herr Dominikus, Sie sind ja schon seit 20 Jahren Kunde. Wo sehen Sie das denn? Bei mir hier im Computer. Wieso haben Sie meine Daten? Okay, du willst dieses Gespräch nicht führen. Ach so, nee, aber ich kannst auch mich anrufen. Okay, ich rufe jemand anderen an. Tschüss, Herr Dominikus. Ring, ring. Hallo? Ring, ring. Ja, hallo, hallo. Herr Zahl? Schrödinger hier. Schrödinger, hallo Herr, ja. Schrödinger. Ja. Herr Schrödinger, mein Name ist Etienne Gade von der Firma Bertelsmann aus Reda-Wiedenbrück. Gade, haben Sie gesagt? Gade, genau, wie die Garde gesprochen. Garde, genau. Also. Herr Zahl, Garde, ich sehe, Sie sind ein langfristiger Kunde bei uns beim Club Bertelsmann. Und wir haben ich bin kein Kunde bei Ihnen. Doch, Sie sind Kunde bei bin uns. Bin ich Kunde bei Ihnen? Sie sind Kunde bei mir. Okay. In meinem Computer steht, dass Sie Kunde sind. Was habe ich denn bei Ihnen? War das dieses eine Mal, als ich was bestellt habe im Internet? Das war bei Amazon, habe ich gedacht. Nein, nein, das kann nicht sein, damit gab es doch kein Amazon. Haben Sie was mit Sky, also, haben Sie was mit Sky zu tun? Haben Sie was mit Sky zu tun? Nein, nein, mit Teleclub. Okay, also okay. Na, jetzt spiel sind mal mit, Sie verwandt mit dem Etienne, sonst komme ich im Protokoll nicht weiter. Sonst komme ich hier im Protokoll nicht weiter. Okay. Also, Sie wollen ja zu dem Punkt kommen, wo es gemein wird. Also, ja, ja, okay. Also dann fängt man dann erstmal an mit so einer Einstiegsfrage. Rentner? Darf ich Rentner sein? Du bist vermutlich ein Rentner im Osten, wenn ich ehrlich bin. Okay. Das hallo? Hallo? Herr Zahl, Sie sind... Carla, das geht nicht! Entschuldigung, das war ganz schlecht. Sie sind ja schon seit... Ich komme eher aus... Warte mal, ich muss mir meinen Charakter überlegen. Ja, okay. Sekunde. Okay, ich fange okay, mal okay. an. Okay, ich hab einen Charakter. Das Telefon klingelt. Ring, ring. Ja. Schrödinger. Hallo, Herr Schrödinger. Gade hier vom Club Bertelsmann aus Reda-Wiedenbrück. Ja. Herr Schrödinger, toll, dass ich Sie erreiche. Ich habe festgestellt, in unserer Datei steht, Sie sind schon seit 20 Jahren Kunde beim Bertelsmann Club. Und jetzt haben wir ein Angebot nur für unsere langjährigen und exklusiven Mitglieder. Hätten Sie daran vielleicht Interesse? Darf ich Ihnen das vielleicht kurz mal vorstellen, Herr Schrödinger? Ja, ja, worum geht's? Also denn? Es geht auch ganz schnell, 2 Minuten. Herr Schrödinger, lesen Sie gerne? Nee. Sie lesen gar nicht? Nee, weil ich bin, Sie haben, bin hier blind. In meiner Datei steht... Technisch gesehen blind, auf einem Auge. Aber dann hören Sie sicherlich Hörbücher. Das war 1948, nee, 46 muss das gewesen sein. Da gab es einen Unfall mit einem Milchlaster bei uns in der Straße. Und da habe ich Scherben ins Auge bekommen. Seitdem bin ich jetzt auf einem Auge blind und auf dem anderen sehe ich auch nicht mehr so gut. Ach, das ist ja wirklich ärgerlich, Herr Schrödinger. Darf ich kurz fragen, haben Sie auch Scherben ins Ohr gekriegt? Was? Wie bitte? Herr Schrödinger, ich habe hier eine... Schrödinger hier. Herr Schrödinger, genau. Ich habe hier eine Musikkollektion, das Beste von Phil Collins für Blinde. Wer ist Phil Collins? Phil Collins, das ist dieser tolle Sänger aus... War ist das der von Wetten, dass mit Lady in Red? Ganz genau. Das ist Phil Collins. Nee, das war nicht Phil Collins. Ich sing's mal ganz kurz. Lady in Red. Genau, kennen Sie, ne? Das ist toll. Schön. Und ich mache Ihnen folgendes Angebot, Herr Schrödinger. Ich würde Ihnen gerne kostenlos mal diese CD zuschicken. Sie hören die sich einfach zu Hause an, gucken mal, wie es Ihnen gefällt. Und wenn Sie nicht Richard gefällt... Haben Sie Richard Kleidermann? Haben wir. Herr Schrödinger, haben wir aber kann ich den ganz kurz nochmal zu, Phil Collins. Ich würde Ihnen die CD einfach zuschicken. Wenn sie Ihnen nicht gefällt, schicken Sie sie zurück. Okay. Ja, alles kein Problem. Wenn sie Ihnen gefällt, dann bekommen Sie einfach monatlich eine CD von uns zugeschickt. Hätten Sie daran Interesse? Umsonst. Wie bitte? Für umsonst. Naja, die erste CD ist umsonst und dann natürlich umsonst. Dann die monatlich dann kommen, die würden dann einen kleinen Unkostenbeitrag von 79,90 Euro kosten. Also pro CD.
Pro CD, genau. Aber das sind wirklich auch bislang unveröffentlichte Songs von Phil Collins, zum Beispiel In the Air Tonight. oder But Seriously. Also Studio, ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Also das sind wirklich ganz ganz exklusive Kollektion. Hätten Sie daran Interesse? Dürfte ich Ihnen das einfach mal zuschicken? Helga? Von Phil... Ja. Fragen Sie mal ruhig Ihre Frau. Phil Collins. Mögen wir den? Schicken Sie mal. Schicke ich Ihnen gerne zu. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und man hört sich. Tschüss, Herr Schrödinger.